Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123. In dieser Folge, ja, der Lagerplatz ist etwas knapp. In dieser Folge werden wir aber vor allem nach unseren Außenteams mal schauen und werden gucken, was wir da so machen können mit ihnen. Ja, soweit sieht es hier erstmal in Ordnung aus, aber wir schauen nochmal vorsichtshalber nach dir, Philipp, am Eingang als Wächter. Gut, damit haben wir euch beiden wieder aufgepäppelt, dich Philipp und unseren Sean Allen. So, bevor wir uns hier wieder ablenken lassen, gehen wir sofort auf Quest und schauen mal, was wir da Schönes haben. Diese begrenzte Zeitquest, die Party am Ende der Welt. Jack ist noch nicht zurück. Erst verheiratet, dann an Sklavenhändler verkauft. Können wir Jack noch erwischen? Der Sohn des Aufsehers hat einen Raider-Lady geheiratet, aber sie hat ihn an Sklavenhändler verkauft. Wir müssen sie erwischen, bevor sie nach Westen verschwinden. Also betreten wir jetzt vielleicht das Lager der Sklavenhändler. Eine Red Rocket Raststätte, wie es aussieht. Jack ist noch nicht zurück. Finde Jack. Kati Murray, L sind hier mit Schwester Deborah Turner nicht, aber mit Schwester Donna Murray, L. Und sie haben reichlich Stimpaks, was gut ist. Nun, es ist ein kleiner Raum. Das sollte eigentlich, selbst wenn Todeskrallen drin wären, dürfte das nicht so schwer werden. Das sollte eigentlich klappen. Seid ihr wegen der Angebote hier? Vielleicht habt ihr von Jack gehört. Der hätte uns ein nettes Sümmchen eingebracht. Er hatte Feuer. Die meisten Vaultbewohner würden einen mexikanischen Messerkampf nicht überstehen. Aber keine gute Idee, Absinth und Ultrajet zu kombinieren. Wir mussten ihn loswerden, er war nicht... Was habt ihr mit ihm gemacht? Lebt er noch? Wir haben ihn an eine Konservenfabrik verkauft, die eingelegtes Fleisch erstellt, aber euch? Oh. Wollen Sie uns auch noch verkaufen, ja? Ah. Es kam mir etwas leise vor, ich habe gar nichts gehört hier. Na gut, es wird nicht viel gesprochen. Aber die Soundeffekte waren doch etwas leise gerade. Das haben sie doch wieder gut hinbekommen. Und es gibt sogar eine Waffe für unsere Reaktorenleute. Ein wunderbares Rezept, aber wir sind noch nicht am Ende der Questreihe. Nur am Ende dieser Quest. Finde Jake, haben wir ein grünes Häkchen erreicht. Und Jack ist noch nicht zurück. Quest ist abgeschlossen. Belohnungen bekommen wir dafür. Rezept für eine legendäre Waffe und den Druckluftflammenwerfer. Einen schon etwas besseren Flammenwerfer also. 1585 Kronkorken und 3 Nuka-Cola-Quantum zurück zum Vault. Ja, und für zwei Nuka-Cola-Quantum rufen wir sie mal sofort zurück. Es ist ja diese Weihnachtsquest. Weihnachten ist schon lange vorbei. Das war im letzten Jahr schon irgendwann vorbei. Und zurück zum Vault würden sie sonst 2 Stunden brauchen. Nun, wir gehen erstmal die anderen Quests uns anschauen. Denn vielleicht brauchen wir dann nur eine Nuka-Cola-Quantum zu zahlen. Und die nächste Quest sind die Fallakten. 2 von 5 haben wir schon erreicht. Der Fall des verschwundenen Handschuhs. Hilf einem alten Ghoul, ein wertvolles Familienerbstück zu finden. Na, was sagst du?
In einer Notiz aus Nicks Akten wurde er gebeten, ein verschwundenes Familienerbstück zu finden. Ein Fängerhandschuh aus Vorkriegstagen. Und da gehen wir jetzt auf Suche danach. Der Fall des verschwundenen Handschuhs. Finde den Fängerhandschuh. Ja, ach so, wir sind hier mit Bruce Johnson unterwegs, Olivia Barton, nein, Christine King ist das, und Albert Robinson. Die drei gehen jetzt also hier rein und es ist eine recht lange Lagerhalle scheinbar. Ach, es hat was Beruhigendes zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Oh nein, Urgroßvaters zu suchen? Nun, dann mache ich es mal dir mal ganz einfach. Ein sprechender Ghoul. Der Schuldige hält sich gerade in diesem Moment hier auf. Dieser Jungspund hat meinen Handschuh geklaut. Wie wäre es, wenn du ihn etwas aufmischt? Was, wenn ich stattdessen einfach mit ihm rede? Ihn bitte, den Handschuh zurückzugeben. Ja, das hört sich gut an. Aufmischen klingt lustig. Woher weißt du, dass es dieser Jungspund war? Was ist an dem Handschuh so besonders? Naja gut, was wenn ich stattdessen einfach mit ihm rede, ist glaube ich noch die beste, netteste Antwort. Obwohl, ja, was mit dem Handschuh so besonders ist, ist auch interessant, aber das werden wir, denke ich, sowieso erfahren. Gut, wie auch immer. Solange ich kriege, was mir zusteht. Das war's dann schon. Der Fall des verschwundenen Handschuhs. Sprich mit Clarence. Das haben wir also geschafft. Nun gut, ja, wir gehen aber noch weiter hier. Wollen ja wissen, was hier sonst noch so zu finden ist. Nun... Maulwurfsratten. Erstmal nur Maulwurfsratten. Und zwar welche, die sogar ein bisschen was aushalten. Mehr als Raider letztens. Schwupp. Da haben sie es geschafft. Ja, und wenn ich einen sechsten Sinn hätte... würde der jetzt völlig durchdrehen. Noch mehr Maulwurfsratten. Und wirklich mehr Maulwurfsratten. Zack. Und? Nichts los sonst in dem Raum. Haben wir denn hier irgendwas übersehen? Nein. Eine Etage höher. Maulwurfsratten über Maulwurfsratten. Ich denke, wir sind immer noch auf der Quest mit den Tatos. So komme ich mir vor hier. Mit den dressierten Maulwurfsratten. Vor kurzem. Oha. Wah, 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 wah. Hat Clarence euch geschickt? Hey, ich hab seinen Handschuh. Ich meine, ich hatte ihn, aber jetzt ist er weg. Wurde gestohlen, als ich geschlafen habe. Wenn du ihn wiederholen willst, musst du ihn dir selbst suchen. Eine Idee, wer ihn genommen haben könnte, können wir antworten. Clarence meinte, ich soll dir eine reinhauen. Hast du einen Grund, wieso ich das nicht machen sollte? Eieieiei. Wieso hast du den Handschuh geklaut? Ach, ja gut,
Das bringt uns ja auch nicht weiter. Wieso hast du den Handschuh geklaut? Eine Idee, wie wir ihn wiederbekommen haben könnten, das könnte uns weiterbringen. Deswegen fragen wir das mal. Nein, aber er ist sicher auch nicht von allein verschwunden. Könnte auch noch wen geben. Okay. Der Fall des verschwundenen Handschuhs. Stelle den Dieb. Also los. Bringen wir es hinter uns. Aha, eine Nuka-Cola Quantum. Sehr schön. Und wir gehen weiter. Ich glaube, man muss diese Attacken gar nicht benutzen. Diese kritischen Treffer kann man sich auch aufsparen, glaube ich. Versuchen wir das doch mal. Denn bei so einem Ghoul hier braucht man das ja vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber wie ist das, wenn man zwei dann hat? Dann würde man sich zwei schon aufsammeln. Geht sowas? Naja, wir werden es mal testen jetzt. Wenn wir dran denken, natürlich. Und ist das questübergreifend? Würde mich auch nochmal interessieren. Ja, da haben wir schon mal den einen Punkt wieder, den einen kritischen Angriff. Da ist ein zweiter, aber der verschwindet doch. Ach so, der ist verschwunden, weil die eine Maulwurfsratte gestorben ist. Ja, praktisch auf jeden Fall. Und wie man sieht, kann man diese kritischen Treffer aufsparen. Scheinbar. Und das ist doch gut. Kein Grund umzudrehen, das ist der richtige Weg. Oh, Christine King ist bald schon maximal aufgestiegen. Haben wir den Handschuh abgeschlossen jetzt, den Fall des verlorenen Handschuhs? Das war kein Handschuh, das war ein Laborkittel oder so etwas. Vielleicht haben sie ihn umgebaut zu einem Laborkittel einfach. Also das scheint schon mal innerhalb der Quest zu funktionieren, dass man sich die kritischen Treffer aufbewahrt. Nur bin ich mal gespannt, ob das auch in der, ob das questübergreifend auch funktioniert. Ja, und wenn dieses Team also zurückgekehrt ist... Oh, hier liegt noch einer. Und wir es auf eine weitere Quest schicken, dann werden wir ja sehen, ob wir dann besonders viele kritische Angriffe haben.
Oder ob das nur, ob das innerhalb einer Quest dann verbraucht werden muss, um es zu nutzen. So, wir sind hier auf jeden Fall fertig. Ich habe nichts mehr blinken gesehen. Die Ziele waren, finde den Fängerhandschuh, das haben wir. Sprich mit Clarence, haben wir. Stelle den Dieb, haben wir. Zurück zum Vault. Der Fall des verschwundenen Handschuhs, Quest abgeschlossen. Belohnungen gab es dafür. Ein Rezept für eine legendäre Waffe, eine rostige Kampfflinte und ein Komiker-Outfit. 3256 Kronenkorken noch dazu und eine Nuka-Cola Quantum. Moment, wie lange brauchen Sie, um den Vault zu erreichen? 5 Stunden und 59 Minuten, also 6 Stunden. Samantha Wilson braucht noch über einen Tag. Und Adam Mitchell braucht auch noch 17 Stunden. Wo ist unser anderes Team? 8 Stunden und 24. Ronald Taylor braucht die Zeit. Dann haben wir Ashley Fox. Sie kehrt zurück und sie braucht noch 7 Stunden und 40 Minuten. Ein Ghoul-Happening. Sie sind noch angekommen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Diese Folge ist am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Na gut, da warten wir noch mal ganz kurz jetzt. Was heißt, so kurz ist das denn ja nicht, weil die Tür oben verstärkt ist, dauert es ein wenig. Oh, ich dachte schon, diesmal kommen zwei durch. Nein, einer kommt immer durch. Das heißt, wir müssten hier irgendjemanden noch, jemand Besseren hier reinstellen noch. Sean Allen. Sean Allen müsste woanders dann hin und hier oben muss jemand... Ja, oder Philipp, du bekommst eine noch bessere Waffe, wenn die fertig ist. Wir sind ja dabei, noch eine legendäre Waffe herzustellen. Wobei du jetzt schon, glaube ich, die stärkste Waffe hier im Vault hast. Und sowieso ziemlich gut gelevelt bist. Vielleicht noch eine bessere Rüstung? Mal sehen. Ja, auf jeden Fall sind wir am Ende der Folge. In der nächsten Folge werden wir nochmal die letzte Quest machen und schauen, ob wir unser Weihnachtsteam nach Hause bekommen. Und ich darf mich hier bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.